Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Heute machen wir noch eine Sache in Sequenz 3. In der Hoffnung, dass ich dann jetzt auch gerade mal das dann komplettiere endlich. Und zwar das mit den zwei Schiffen mit einer Breitseite beseitigen. Sprich, ich muss beide Schiffe auf einen Spot kriegen natürlich und dann beide mit einem Schuss versenken. Das heißt, wenn die gerade so reif sind, dass ich sie eigentlich überfallen kann, darf ich sie nicht überfallen logischerweise. Sprich, auch nicht weiter angreifen. Deswegen, das wird richtig lustig jetzt. Ich überspringe jetzt auch die Startsequenz, einfach aus Prinzip. Ich bin auch direkt an Bord und segelt sich gut. Ja. Hast sie den Spanien stibitzt, nicht wahr? Ei. Inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, real im Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Tag unter. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Jetzt ganz vorsichtig. Man weiß nie, was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd, Ladies. Ich mach das. Okay, das wird das lustig. Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Aug in Aug halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen. Warte, was muss ich machen? Zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit vermutlich. Ei, dazu könnte es kommen. Segel, fangt etwas Wind ein. Top, Rahm, Marssegel. Setz Top, Rahm und Marssegel. Gerade ist es noch lustig. Aber das wird sich ganz schnell ändern können. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Lies! Mars- und Topsegel bergen!
Mehr Segel! Alle Segel! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Topsegel reffen! Ab in die... Top! Bram! Marssegel! Gerade ist es richtig schön schwer, ne? Nur so gerade nebenbei erwähnt sei. Charles Wayne. Das ist ein skrupelloser Hund. Ein alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber... Wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Alle Segel, Bewegung! Groß- und Bramsegel! Mercer Kenway! Schieß mit Mörsern! Getroffen, Captain! Charles Wayne, auf der Flucht mit eingezogenem Schwanz. Das ist gut für uns. Dreckige Bastarde! Wir müssen uns schnell um die kümmern! Vergesst die Galeone und schickt diese Störenfriede... Auf Grund! Ach so. Feuer! Ja! 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 Huch, was ist denn jetzt los? Feuer! Gerade keine Ahnung, was hier los ist, warum es jetzt ruckeln muss wieder. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt habe ich den Dreh raus, was die Lachan betrifft, aber nö. Sprich, ich starte jetzt einfach gleich das Spiel doch nochmal neu, eventuell gleich. Aber zur nächsten Aufnahme. Weil ich muss noch 3-4 Aufnahmen machen heute. Das hat keinen Zweck sonst. Warte, ist jetzt schon hier die Nebenaufgabe oder ist sie hier noch nicht? Weil ich kriege jetzt so langsam das Gefühl, dass sie hier noch nicht ist. Auch wenn sie schon da sein könnte oder sollte. Ich guck gerade nochmal nach. Moment. Und ich muss mal ganz schnell wohin gleich auch noch. Das heißt sowieso gleich, wenn die Aufnahme fertig ist, Spiel ausmachen, schnell mal kurz wohin. Und dann, naja. Gerade mal eine sehr schöne Zeit. Ah nee, da ist es schon. 2 Boote mit einer Breitseite versenken. Ja, dann muss ich die jetzt irgendwie zueinander lotsen.
Reffen raus aus der Böe! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Gebt dem Wind nach! Segel setzen! Topsegel reffen! Gerade ist das so das Spielchen, ich muss... Hosen getroffen! Greift die Top- und Bramsegel! Ich muss mit Absicht mich treffen lassen, gerade ist das Spielchen. Vieren und Fahrt aufnehmen! Komm schon! Mars- und Topsegel bergen! Na, Mann! Da waren die doch gerade so schön voreinander. Haltet euch fest! Sie haben uns, Captain! Feuer! Sie geht gleich unten! Ein Wrack mehr! Ja. Aber Moment. Hat er es jetzt gezählt? Oder hat er es nicht gezählt? Ich weiß es jetzt nicht. Ach komm. Insel. Ich kann es sehen. Also muss ich gucken, wie man die Kugeln auch noch wechselt. Gehört einem Franzmann namens Ducasse. Obwohl, das kann ich guck mal gerade nach. Es wird ja eh gleich die Sequenz noch weiter abgespielt. Optionen, Steuerung anpassen. Waffenwechsel. Schnell gehen, springen, verteidigen, bla. Interaktion. Nee. Müsste eigentlich funktionieren so. Also, ist der Templer? Der Name stimmt. Wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Wieder nicht geklappt. Okay, da muss ich das doch nochmal machen. Verdammt. Okay, Leute, dann machen wir das halt dann noch ein zweites Mal. Sprich, ich muss gucken, wie ich auf schwere Kugeln wechsle. Oder was die schweren Kugeln sind. Ich bin gerade am Überlegen. Ich kann einfach das Steam Overlay öffnen. Falls man sieht, okay, habe ich halt Pech gehabt. Ich muss gerade das wirklich mal googeln. Ob ich gerade blöd bin oder ob ich da etwas nicht kapiere. Ah, Mann. Werd nervös sogar deswegen. So, Assassin's Creed. Auch unsere Piratenrepublik, Männer. Black Flag. Wir sind wohlhabend. Und frei. Ach, und außer Reichweite von Königen, Pfaffen Kugeln und Schulden benutzen. Da. Fast 500 Mann bekennen sich Kugeln. Inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch und wieder. Ein Forum. Camry, das sind doch nur also, Geschichten. Das verstehe, hab wir brauchen echte Kugeln. Verteidigung. Automatisch, wenn du nah an einem Galeone. Alle Kanonen auf Schiff. Eine Seite. Hä? Auf nah an ein einem Schiff Schmuckstück für und einen eine Breitseite ab. Es wird nicht einfach nicht sein, eine spanische Galeone das heißt, zu kapern. Ohne die hast du einen Sinn? Ziel oh ja. Linie blind feuern. Ich zeige sie die euch. Jack Dawn eine normale Seelen. Sind, sondern schwere Kugeln. Okay. Okay, also laut dem Forum schießt die Jack Dawn schwere Kugeln
wenn ich nicht im Zielmodus bin. Das heißt, ich darf nicht hässlich machen. Jacto segelt sich gut. Hast sie Spanien stibitzt, nicht wahr? Okay. Ei. Inmitten eines Hörnchens. Kann auch hier nicht durchkommen. Genau übrigens. Bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. Okay. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Verstehe. Okay, Leute, bevor ich jetzt da wieder reinsegel und so alles und ich hier noch weiter mit dem Bein wippe, würde ich sagen, mache ich hier einen Cut, 15. Minute, flitze ganz schnell und würde sagen, wir sehen und hören uns dann später wieder, später wie gleich. Denn es drückt jetzt doch ordentlich. Ich habe vorhin 2 Liter getrunken. Hätte ich nicht machen sollen. Gut, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. 17. Minute, 18. Minute, genau genommen gleich. Also für euch ja nicht mehr, weil ich einen Cut gesetzt habe, aber da sieht man mal wieder. Schneller Klogang, also sprich nur mal eben kurz klein, geht wirklich schnell. Millionen von Pfund gingen an diesem Tag unter. Der Teufel liebt den Hurricane. Oh, weil. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen. Jetzt möchte ich mal was wissen, wenn ich so jetzt ziele. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Ich muss sie also wirklich dicht an mir dran haben. Welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Druck vom Baum. Jetzt ganz vorsichtig. Man weiß nie, was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd, Ladies. Ich mach das. Er sollte in der Nähe sein, Captain. Wollt ihr sie schon wieder? Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Auge in Auge halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit vermutlich. Ei, dazu könnte es kommen. So, wenn jetzt wieder alles gut läuft, kann ich einfach mitfahren. Quasi, ja, stoßstangenmäßig. Wenn ich Pech habe, wird es genau nichts. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Segelbergen! Alle Segel klar zum Setzen! Aber ich glaube, es ging ja nur darum, dass ich... Ja, warte, ich kann das ja parallel machen. Heißt, 2 kann ich mit der Breitseite, die ich nicht ziele, erledigen. Und 2 kann ich ja erledigen mit einer, wo ich ziele. Warum ich nicht früher drauf gekommen bin, habe ich auch keine Ahnung. Nur so nebenbei erwähnt sei. Gottes Willen, sprechen wir auch schon mal leichter. Gut, ich weiß nicht, was sein Tuch da an der Seite hat. Also... Ich weiß nicht, ob ihr darauf auch achtet, so nebenbei, aber ich tue es gerade. An die Schoten, Turner!
Von Backbord, Sir. Da, eine Art Frachter, Sir. Von Backbord, Sir. Schiffbrüchiger. Schätze, er lebt noch, Sir. Gut, gut. Hund. Ein alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Aufgein! Aufgein! Bergen und Festzorn mit aller Kraft, Männer! Mehr Segelmänner! Lasst uns Fahrt aufnehmen. Diesmal haben sie uns. Mehr. Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Gebt den Wind nach. Charles Wayne, auf der Flucht mit eingezogenem Schwanz. Das ist gut für uns. Schicken wir sie in die Hölle. Dreckige Bastarde! Wir müssen uns schnell um die kümmern. Vergesst die Galeone und schickt diese Störenfriede auf Grund! Oh Gott. Achtung, Einschlag! Feuer! Ich muss gerade echt... Ein Treffer hier und sie bricht! Kommt auf uns! Feuer! Da ist sie auf dem Grund! Ein Wrack mehr! Gegner von sehr schön! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Steuerbord, Captain! Feuer! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Sind bereit, Sir! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Mann, verbrenn mich nicht! Pass auf den Ellbogen auf! Feuer! Wo ist der verfluchte Pulverhase? Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Sie geht gleich unter! Gut, da haben wir das jetzt doch erledigt. War schon eine tierische Frickelarbeit natürlich. Weil ich jetzt natürlich dementsprechend zweimal das machen musste. Segeln zu dieser Insel. Aber ich hab's ja geschafft. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt, wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Jetzt war es ja doch gar nicht so schwer, diese Aufgaben nachzuholen. Ich glaube, dann ist es, glaube ich, doch nicht so schlimm, wenn ich mal die ein oder andere Aufgabe versemmel. Ich kann die ja im Nachhinein immer noch, ja, mal nachholen. Das möchte ich aber ganz gerne dann korrigieren, weil Dummheit kann man natürlich ausschließen jetzt, dass ich halt so blöd war und nicht wissen konnte, dass der Schuss sich wechselt, indem man halt nichts drückt. So. Sprich, man muss das auch überhaupt erstmal erfahren, ne? Gut,
Jetzt haben wir wahrscheinlich recht wenig Zeit, deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt die Folge beenden. Aber, um euch das einmal nochmal zu zeigen, 100, 2 ist auf 100, 3 ist jetzt auf 100, 4 ist jetzt auf 100, 5 ist jetzt auf 100 und 6 auch. Und Sequenz 7 sind wir gerade aktuell dabei. Ne? Und ihr seht ja noch, 6 weitere Sequenzen kommen noch, sprich 13 Sequenzen sind es insgesamt. So, hier haben wir 100% und hier haben wir 40%, weil wir noch nicht alle Aufträge gemacht haben. Genauso wie hier auch. Oder? Gab es da irgendwas, was ich... Ja, habe ich immer alles voll. Ja, die Kreise habe ich alle immer voll. Da 100. Da ist 0, weil noch nicht gemacht. Da ist 0, weil noch nicht gemacht. Da ist 0, weil... Ja. Wie gesagt, alles, was ich nicht gemacht habe, ist natürlich auf 0. Und dementsprechend auch noch nicht in der Prozent reingerechnet. Gut, aber das sollte eigentlich klar sein, natürlich. Was ist das hier? Havanna, Nassau, Kingston, Long Bay, Principe, Isla Providencia. Okay. Ach so. Ach du Scheibenkleister. Das wird ja richtig lustig hier. Das sind die ganzen Sammelaufgaben und Co. Nebenschauplätze. Ich sehe, dass das noch ganz gut Zeit fressen wird, ne? Nicht wahr? Gut, aber richtig gut wird es ja erst, wenn ich mit der Story sowieso bei 80% liege. Weil dann geht es erst so richtig weiter. Ihr wisst das ja. Gut, aber ja. Daher ist ja wie gesagt sowieso jetzt so kurzfristig enden musste. Ah, ist doch gar nicht so kurzfristig. Egal, dann ist der Part ja schön lang. 2 Minuten, 3 Minuten muss ich abrechnen, aber trotzdem, der Part ist schön lang. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.